Sie hatten noch eine Frage. Genau. Guten Tag. Herzlich willkommen im Nachmittagstee. Grün ist die Modefarbe der Saison. Zum ersten Mal wurde ein Ministerpräsident in Baden-Württemberg abgewählt. Herr Kretschmann. Sie sind Vater, Katholik und haben Ihr Leben lang CDU gewählt. Was gefällt Ihnen so an der CDU? Ja, das ist so nicht ganz richtig. Es war mir eine Verwechslung. Ich war von Jugend an drauf aus, Natur zu bewahren. Das ist ja konservativ. Dann habe ich mich bei denen eingeschrieben, habe aber erst viel später gemerkt, dass es eine ganz andere Partei war. Meine CDU waren praktisch die Grünen. Und warum haben Sie die Partei nicht gewechselt? Ja, wenn Sie sich mal Politik anschauen, die soziale SPD hat also Hartz IV erfunden und Rente mit 67. Der Ruf nach Reichensteuer ist damals schon vom Gerhard Schröder beantwortet worden mit der Senkung vom Spitzensteuersatz um 13%. Bei der Atompolitik ist die Frau Merkel jetzt auf einmal dagegen. Also wenn Sie da stabil bei Ihren Idealen und politischen Wertvorstellungen bleiben wollen, müssten Sie praktisch jede Woche die Partei wechseln. Jetzt sind Sie aber bei den Grünen geblieben. Sind Sie Ministerpräsident, weil Sie die Grünen konservativ gemacht haben? Ja, viele, also sogar Bundeskanzler, sind ja erst in der Lage gewesen, Mehrheiten zu bekommen, weil sie das politische Erscheinungsbild von der Gegenseite übernommen haben. Man sagt aber auch, sie haben gewonnen, weil es die Atomkatastrophe in Japan gegeben hat. Ja, also, dass wir dieses Unglück gehabt haben, da haben wir halt Glück gehabt. Als Sie das Wahlergebnis vernommen haben, was haben Sie da gemacht? Was ging Ihnen vor? Ja, ich habe mich gefreut. Ganz einfach gefreut. Ja. Aha. Ja. Mich interessiert noch die erste Frage. Was ging Ihnen vor? Freude. Ganz einfach Freude. Ja. Aha. Ja. Und was hatten Sie für Gefühle? Freudige Gefühle. Und gab es auch Emotionen? Ja. Ich denke, da ist man heute noch so überwältigt, dass man heute noch keine Worte findet. So ist es. Und was fühlt man in so einem Moment? Ja, man fühlt in so einem Moment, dass man jetzt Ministerpräsident werden kann. Und dafür hatten Sie die besten Voraussetzungen. Sie haben studiert, Grundwehrdienst, sind Grundschullehrer für Biochemie und Ethik, sind im Diözesanrat und in einer Studentenverbindung. Was, und das ist meine Frage, könnte ich Sie sonst noch dazu fragen? Na ja, also, Sie könnten mich fragen, ob ich mir deshalb vorstellen können, Ministerpräsident zu werden. Ich denke, da gab es Situationen, wo Sie sich das vorstellen konnten. Nach Stuttgart 21, nach Fukushima. Aber Sie sind von Hause aus Skeptiker, sodass immer ein leiser Verdacht da war, es könnte eng werden. Haben Sie, und das würde mich persönlich interessieren, sonst noch eine Frage, die ich Ihnen stellen könnte? Also höchstens, ob sich das Land verändert. Bitte. Ach so, ich bin dran. Ja, ich glaube, das Land wird sich nicht verändern. Gerade weil man grün gewählt hat.
weil wir Grünen einfach alles das mitbringen, was man von der CDU erwartet hätte. Die Frage bleibt, wohin geht's? Wichtig ist, dass man immer Leute hat wie Sie, die immer das Gleiche fragen. Da kann man auch immer das Gleiche antworten. Dann fällt der Rest nicht so auf.